Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 19 von Astroneer. Ja, springen wir da mal aus der Hütte raus, ne? Und dann gucken wir, dass wir weiter da machen. Der Dralo und der Mordrak, die hatten mir geschrieben. Und da schauen wir mal, dass wir deren Problemlösung dann anwenden. Die hatten mir geschrieben, dieser Container, wo die Forschungsprobe drin ist, da müsste ich zwei Generatoren anschließen, dann würde das wohl gehen. Es gibt halt zwei Sachen, hat der Mordrak geschrieben. Einmal, mehrere Generatoren braucht man, oder aber es muss aufgeladen werden, dass es dann voll ist und dann geht's auf. In diesem Fall soll es wohl zwei Generatoren sein, dass es funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, nach dem Intro kümmern wir uns darum, ne? Bis gleich. So, bevor wir los tigern, machen wir hier gerade noch diesen Forschungsdingsterbums da drauf. Wo sind jetzt mein Fadenkreuz da? Okay. Ist irgendwie gerade unpraktisch, weiß ich auch nicht warum. Ja. Schmeiß den mal da rein, dann kann der laufen. So, jetzt gucken wir zu, dass wir zum machen. So, wie ist das mit einem Generator bauen? Gucken wir mal gerade in den Rucksack. Kleiner Kanister, kleiner Generator. Okay, das sollten wir unterwegs hinkriegen. Aber wir können gerade noch gucken, was brauchen wir dafür. Gemisch brauchen wir dafür. Okay, dann würde ich sagen, das Gemisch kriegen wir bestimmt unterwegs. Dann steigen wir mal hier in unser Fahrzeug ein und gucken zu, dass wir da das unterwegs finden, ne? Ja, das mit dem Fahren ist manchmal nicht so einfach. Aber wir werden das schon hinkriegen, ne? So, da lang und ich glaube hinterm Wald war das rechts. Na komm schon. Nee, da jetzt gerade nicht lang. Sondern da lang. Okay, wir haben gleich keinen Strom mehr. Dann müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen. Kurz über die Brücke. Nee, ne? Jetzt müssen wir hier aussteigen und eine Rampe da rausbauen noch. Ey, super, das hat gut geklappt, ne? Ja, F. Brauchen auf jeden Fall Strom hier gerade anschalten. Dass der wieder voll ist. Sehr gut. So, jetzt habe ich die Lampe ausgemacht. Das wäre jetzt nicht so schlau. So, und jetzt müssen wir das Werkzeug nehmen und gucken, dass wir hier irgendwie so eine Rampe hochkriegen, ne? Geht das so? Ist da schon die Ausfahrt? Nee, das ist nicht der Himmel. Ich dachte, das wäre schon der Himmel, aber und dann kommen wir mitten im Wald raus. Hat ja gut geklappt, ne? Ja, müssen wir schauen, ob das reicht. Ich glaube, von der Größe des Fahrzeugs her müsste es ja klappen, ne? So, und jetzt gucken wir noch, dass wir da hochkommen. Ich will hoffen, dass das mit dem Auto geht. Oh, das sieht sogar gut aus. Kommen wir da durch? Ja, sehr gut. Okay, das haben wir geschafft. Jetzt weiß ich nur nicht, wo wir sind. Aber ich glaube, wir müssen jetzt hier rechts abbiegen, oder? Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, das ist das Tal, wo wir durch müssen, damit wir da hinten diese komische Probe finden. So. Okay, hier ist Gemisch, das ist schon mal gut. Fahr nicht so weit, ich will hier aussteigen. Kurz da was geholt. Okay, Gleiser leer. Keine Energie. Kriege ich da im Auto noch was? Nicht wirklich, oder? Lädt er auf, wenn er an ist? Ja, der lädt auf, wenn er an ist. Dann nehmen wir die Energie da weg. Sehr gut.
Okay, aber. Ne, ein bisschen brauchen wir noch. Ich glaube, da ist zu wenig dran, ne? So, jetzt haben wir auf jeden Fall einen geholt. Das soll reichen. Fahrzeug betreten und weiterfahren. Jetzt ist schon dunkel. Ich weiß nicht, wo das war. Hier irgendwo. Da ist ein Loch. Ich glaube, Nähe des Waldes war das da hinten. Da ist ein Auto. Ich glaube, ja, da hinten, da sitzt so ein Container. Da war auch noch was auf dem Auto drauf. Das hatte der Dralo auch geschrieben, dass auf dem Auto meistens irgendwelche Teile drauf sind. Irgendwo war Dynamit. Ich weiß es nicht mehr. Nee, Dralo war es nicht. Mordrak war es. Ne? Dralo hatte das ja halt hier mit dem Dingens gesagt. Sag schon, mit dem Teil hier. Dass ich hier die Generatoren haben muss. Dann bauen wir mal den gerade ab. Setzen den hier hin. Und schließen den an. Das passt. Und dann müssen wir noch einen bauen. Im Rucksack. Gemisch, kleiner Generator. Passt. Da ist er fertig. Dann bauen wir den da hin. Und jetzt fehlt uns tatsächlich Biomasse. Aber die war noch am Auto, ne? Ne, doch nicht. Am Auto war die ja nicht. Müssen wir gerade noch gucken, dass wir hier noch Biomasse abbauen. Und ist in der voll? Gar nicht. Jetzt ist er voll. Werkzeug weg. Kam Ding angepackt und drauf gesteckt. Und er ist natürlich nicht angeschlossen. Kann mal weg. Schnell den da angeschlossen. Und den auch angemacht. Macht. Das wäre gut gewesen, wenn es geklappt hätte. Ne? Haben wir wieder gut hingekriegt. Anmachen macht man das mit der Taste F, wenn man da drauf ist. Und siehe da, ist dieses Ding auf. Wir können jetzt aber schnell hier ausschalten, ausschalten, weil kann wieder in den Rucksack. Und der zweite kann ans Auto. Da ist er ja gut aufgehoben. Ne? So, jetzt müssen wir hier gucken, was drin ist. Da ist diese Probe. Zack, auch ein Kofferraum. Habe ich sie reingepackt? Ja. Und die soll ich definitiv zu Hause machen, hat der Dralo gesagt, weil da zwei bzw. dreimal so viele Forschungspunkte rauskommen, wie wenn ich es hier mache. So, jetzt müssen wir nur gerade gucken. Hier wäre jetzt Harz. Harz, komm, dann nehmen wir nochmal was von mit, oder? Ich glaube, Harz haben wir aber gar nicht, oder? Zwei können wir bestimmt gebrauchen, oder? Bisschen näher gehen. Lass mal den hier mitnehmen. So, zweimal Harz haben wir. Biomasse brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Die kriegen wir eigentlich überall, oder? So, jetzt müssen wir nur gucken. Warte mal, hier waren ja noch zwei Autos. Fahren wir ein Stück rückwärts. Steigen nochmal aus. Gehen mal da gucken. Da ist nämlich was drauf. Also sieht nach Sauerstoff aus, oder? Das ist aber was anderes wie unser Sauerstoffkanister. War ein Sauerstoff. Na, warte, da müssen wir nochmal gucken. Sauerstofffilter. Okay, der erhöht auch nochmal unsere Kapazität. Dieses Fahrzeug hat dann aber nichts mehr. Das bedeutet, wir müssen zu dem anderen da nochmal gucken. Da ist ja noch einer. Da steht nämlich auch was drauf, oder? Ne, das ist Schrott. Aber da ist noch so ein Teil drauf. Brauche ich das oder brauche ich das nicht? Das ist die Frage. Kann ich auch noch mitnehmen? Den Platz habe ich auch noch. Dann nehme ich es auch noch mit. Gut, okay, das haben wir dann geschafft. Steigen gerade ins Fahrzeug ein.
Und wir müssen nach da wieder zurück. Aber ich würde jetzt gerade noch mal schauen, dass wir hier noch ein Stück weiterfahren, um zu gucken, ob wir hier noch irgendwas haben, was brauchbar wäre. Okay, da ist wieder so ein Fahrzeug, was dran hat. Was ist denn das da dran? Ein Solarpanel? Ich glaube ja, ne? Kleines Solarmodul. Nee, das kleine Solarmodul geht nicht mehr dran. Aber hier an dem Ding ist noch ein Platz frei. Kriege ich das jetzt da angebaut? Nee, ich würde den gerne an dieses Teil da bauen. Jetzt ist weg. Jetzt ist das in die Erde gegangen oder bin ich doof? Dann ist es halt so. Okay, hier geht es irgendwie nach unten. Aber nicht weit, oder? Nö, ganz normales Loch. Okay, dann gibt es da nichts mehr. Dann haben wir das erstmal. Da hinten sind wir weggekommen. Also mal so drehen und dann da lang fahren. Jetzt gucken wir noch mal, was hier so los ist. Oh, da ist das nächste Loch. Was gibt es da reinzugucken? Ja, man kann sehr tief fallen, würde ich sagen. Oh, was ist das? Ist das Kupfer? Ich glaube ja, oder? Oh. Das ist ein Rohstoff, den wir jetzt brauchen, denke ich mal. So, was ist es denn? Das ist die Frage, ne? Okay, wir können es auf jeden Fall aufnehmen. Lehm ist das, okay. Das sah jetzt besonders aus, ja. Ja, wir können noch mal Lehm mitnehmen, dann mache ich das auch. Okay, ich glaube, jetzt ist er weggefallen. Naja. Das bedeutet, den kann ich nicht mehr mitnehmen, oder was? Nee, das ist doof. Warte mal, dann schmeiße ich aber. Ach nee, das ist der Generator. Ja, okay, da kann ich jetzt nochmal überlegen, was wir hier machen mit dem Generator. Kann man denn. Sauerstofftank, Energiezellen. Das gestaltet sich jetzt schwer, ne? Kleines Solarmodul, ne? Kleine Windturbine. Kleine Batterie, Verlängerung, Boostanpassung. Leuchtstäbe. Kleiner Drucker, Verbindung. Sauerstofffilter. Aber jetzt kann ich den nicht da reinpacken, oder doch? Und habe jetzt den Platz geschafft. Okay, das wäre cool, wenn das so ist. Das sieht so aus. Gut. Dann steigen wir jetzt hier ein und fahren nach Hause. Wo sind wir denn jetzt hier, ist die Frage. Ich glaube, wir sind von da gekommen, ne? Glaube ich. Ich will es hoffen, ne? Ja, da ist doch das Teil, was ich aufgemacht habe, ja. Okay. Also müssen wir hier weiterfahren, ein bisschen weiter links halten, glaube. Okay, ich glaube, da müssen wir lang. Gleich sind wieder alle. Ja, hier sind wir richtig. Einmal bitte umdrehen und weiterfahren.
Hier haben wir unseren Sauerstoff. Wir haben es wieder geschafft, uns zu schmeißen. Einmal nicht rumzappeln, einmal fahren. Ich glaube, hier war es lang, ne? Hier ist die Brücke, da müssen wir aufpassen, weil wir da ja schon mal reingefallen sind. Das hat ja gut geklappt. Dafür kommen wir dann diesmal raus, wenn wir da schon reingefallen sind. Und hier ist unsere Bahn zur Basis. Und da ist er alle. Okay, einmal aussteigen. Anschalten, dann geht da der Strom wieder rein. Ich glaube, jetzt ist er voll, ne? Steigen wir ein und fahren noch gerade weiter. So, einmal aussteigen bitte. Steigt doch immer an unmöglichsten Stellen aus, oder? So, dann sind wir hier. Bringen erstmal hier diese Forschungsteile hin. Oder dieses Forschungsteil bringen wir da rein. Dann kann er das erforschen. Und den Lehm, den können wir bestimmt auch einmal erforschen, oder? Hier haben wir noch ein Solarmodul. Sauerstofffilter, da haben wir mehrere von. Ja, kleiner Kanister haben wir ja schon, brauchen wir die nochmal machen. Das ist der Stromgenerator. Den würde ich jetzt einfach hier irgendwo hinstellen, oder? Vielleicht da so hin. Lass mal gerade gucken, dass wir den auch noch in die zweite Stelle kriegen. So, jetzt ist der da dran, ne? Aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht, den Generator hier so zu haben. Was möchte er jetzt hier haben? Also, der forscht ja nochmal, das ist ja schon mal gut, ne? Ich glaube, wir gehen mal gerade hier hin und gucken da nochmal rein, was wir da so zur Lösung beitragen können. Erweiterte Entdecker-Kit. Schalte Dynamit frei. Da sind wir immer noch unterwegs mit, ne? Aber warte mal, das kann man hier. Okay, jetzt ist das dann in der Liste, oder was? Nee, warte mal. Ich muss das nochmal anhaken, dann ist es da oben, oder? Wie sehe ich das? Genau. Umrüsten, bewegen, schleppen, drucke einen Traktor. Bewaffne dich. Drucke einen Shuttle. Sammle Lithium. Aktiviere eine Portalklammer. Wir waren schon bei der Portalklammer, haben wir die nicht aktiviert? Das wäre doof, ne? Entdecke eine Portalklammer. Okay, das haben wir gemacht. Also, die sind ja sowieso schon fertig. Okay, da ist doch was doof gelaufen dann, ne? Muss man einfach so sagen, ne? Aber ich würde mal sagen, wir kümmern uns in der nächsten Folge weiter darum, dass wir hier weitermachen. Und ja, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank erstmal fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.